Vielleicht meinst du, Frauen wollen einen Mann mit hohem Status, ein Alpha, was auch immer das heißen soll, ein Arsch. Vielleicht hörst du die ganze Zeit den falschen Männern zu, die dir Tipps geben, die einfach nicht zu dir passen und die dich zu etwas machen wollen, der du weder bist, noch wirklich sein willst. Es gibt Frauen, die sind sapiosexuell. Denen wird ganz warm ums Herz, wenn sie sehen, wie du in einem Buch ganz vertieft bist oder wenn du mit ihr über Schopenhauer oder Persönlichkeitsentwicklung oder über die Renaissance sprichst. Intellekt turnt sie an. Und diese Frau kann mit dem Macho-Gehabe einfach nichts anfangen. Wir sind vor diesen ganzen Fehlinformationen heutzutage leider nicht mehr gefeit. Und auch ich höre immer wieder von Interessenten, die zu mir in die Charisma-Analyse kommen, dass sie Alpha-Mentalität gesehen haben und dass dort dies und das gesagt wird und dass man Frauen so und so behandeln soll. Vielleicht haben diese Männer einfach keine Ahnung von Frauen, die Werte haben. Weder Studien noch eigene Erfahrung. Du erfährst jetzt die vier häufigsten Irrglauben, die dich davor bewahren, Frauen zu erobern, wunderschöne Erfahrungen zu sammeln und entlang des Weges so die richtige zu finden. Mein Name ist Andy Friday, ich coache Männer mit Herz seit über 10 Jahren. Das da ist meine Verlobte und hier kommt Irrglaube Nummer 1. Du musst extrovertiert sein oder besonders hohen Status suggerieren. Bullshit. Wenn du das hier kannst, wenn du ihr furchtlos in die Augen schauen kannst, weil nicht anfängst, nervös zu lachen, sondern diesen Laser-Augenkontakt aufrechterhalten kannst, dann bist du verdammt attraktiv. Dein Geld und dein Job sind dabei sowas von unwichtig. Dazu musst du nicht viel reden. Dazu musst du zuhören können. Nicht jede Frau will eine Labertasche. Irrglaube Nummer 2. Frauen schlafen mit dem attraktivsten Mann, aber nehmen den Netten nur zum Freund oder Versorger. Bullshit. Frauen sind nicht auf Aussehen programmiert. Frauen sind darauf programmiert, gute Gefühle zu wollen. Und der Mann, der ihr diese guten Gefühle geben kann, den will sie. Hast du schon mal ein Bild von dem berühmten Charles Bukowski gesehen, der ganz schön als Frauenheld unterwegs war? Und er hatte auch nicht viel Geld. Er war aber ein Poet mit seinen Worten. Worte, die Gefühle verursachen. Frauen lieben Sex. Aber genauso wie viele Männer Angst haben, Frauen ihre wahren Gefühle zu zeigen, so haben viele Frauen auch einfach Angst, sich einem Mann vollends hinzugeben. Das ist ja der verdammte Knackpunkt. So viele Männer, die dir weismachen wollen, wie sie Frauen erobern, die haben selber keinen blassen Schimmer darüber, was eine Frau eigentlich wirklich will. Sorry, damit bist nicht du gemeint. Aber wenn du Frauen besser verstehen willst, dann musst du verstehen, dass Frauen es mit einem riesen Problem zu tun haben. Nämlich dem, was andere von ihr denken, wenn sie mit dir schläft. Leider sind wir in der Gesellschaft immer noch nicht so weit, aber das Problem ist ihr Ruf. Sie weiß, dass wenn zu viele der falschen Leute erfahren, was für ein Sex oder wie viel Sex sie mit wem hat, das ist ein ganz großer Nachteil für sie und wahrscheinlich für ihre Karriere haben wird. Das ist das Geheimnis. Sie liebt, lechzt und hungert nach Sex. Aber nach Sex mit einer tiefen Verbindung. Sie will den Mann, der ihr das geben kann, was so viele nicht können. Und wenn du jetzt schon einige Jahre oder noch nie Sex hattest, so wie Attila mit 42, alles kein Problem. Wenn du mit ihr ganz locker über Sex reden möchtest und dabei ohne Angst sie auf ganz andere Gedanken bringen willst, dann habe ich dir hier ein Video dazu verlinkt. Sex sollte nämlich die normalste Sache der Welt für uns sein. Du bist ein Mann, sie ist eine Frau. Warum zur Hölle sollte Sex nicht als Option dastehen? Irrglaube Nummer 3. Ich bin nicht attraktiv genug. Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Du hast schon längst alles, was du brauchst, um neben den Frauen aufzuwachen, neben denen du aufwachen möchtest. Du erlaubst es dir nur selber noch nicht. Genau das machen wir in der Charisma-Analyse. Einer unserer Teilnehmer, Christoph, hat mir erzählt, wie es bei ihm einfach irgendwann Klick gemacht hat. Nachdem wir in einer letzten Coaching-Calls miteinander gesprochen haben, ist er auf das Date gegangen und hat sie einfach so geküsst. Und sie hat mitgemacht. Natürlich hat sie das, weil sie ihn die ganze Zeit schon mochte. Und er hat die ganze Zeit nur gedacht, dass sie nur Freunde seien. Wenn du diesem Prozess vertraust, dass eine tiefe Verbindung das Wichtigste ist, dann wirst du eine Erfahrung nach der anderen machen und feststellen, dass Frauen schon immer genau dasselbe wollten wie du und es sich mit dir auch erlauben wollen. Und du wirst nicht mehr alleine aufwachen, sondern neben der Frau, die dein Herz berührt, neben der du gerne einschläfst, die dich umarmen kann, die dich festhält, die für dich da ist, die treu ist und mit der du eine Zukunft aufbauen kannst. Wenn du mit mir persönlich darüber sprechen möchtest, wie wir dein Liebesleben auf Vordermann bringen, dann habe ich dir in der Beschreibung das Formular zur kostenlosen Flirttyp- und Charisma-Analyse verlinkt. Irrglaube Nummer 4, ich darf Frauen nicht hinterherrennen. Und hier kommen wir wirklich zu einem Hass- und Herzensthema von mir. Ich kann dir nicht sagen, wie viele beschissene Meinungen da draußen rumgeistern. Männer, die dir weismachen wollen, dass du zeigen musst, wer hier der Boss ist, dass du irgendwelche infantilen Tricks anwendest, um deinen Status
Status herzuzeigen und ihr zu sagen, hier, so wird's gemacht, sie zu dominieren, damit sie auf jeden Fall deinen Frame annimmt oder was auch immer. Es geht immer nur darum, Frauen anzuziehen, die sehr unselbstbewusst sind und einen emotionalen Zustand haben, der so ungesund ist, dass du mit ihr keine glückliche Beziehung führen kannst. Das sind die einzigen Personen, die auf solche Sachen reinfallen. Jeder mit Selbstbewusstsein und mit gesundem Selbstverständnis, der sagt Nein, danke zu all diesem Schwachsinn. Das ist nicht, was du möchtest, das ist nicht, was ich möchte und das ist definitiv nicht das, was ich dir hier beibringen werde. Wenn du wissen möchtest, wie du richtig schöne und intelligente Frauen, die was auf dem Kasten haben, in dein Bett und an deiner Seite haben kannst und das nicht nur für eine Nacht, sondern solange ihr zwei möchtet, dann pass jetzt unbedingt auf. Jeder kennt diesen Kerl und du bestimmt auch, der Frauen über alles stellt, der jedes Mal, wenn eine Frau ihm zeigt, dass sie ihn mag, sie aufs Podest stellt, der ihn hinterhereifert und sein ganzes Leben nach ihnen strukturiert, der quasi jedem Knochen, der ihnen hingeworfen wird, hinterherbellt. Jeder hat vielleicht diesen einen Kumpel aus dem Freundeskreis oder einen Schwager aus dem Bekanntenkreis, der, als er eine Frau kennengelernt hat, sich komplett verändert hat, der seine Freunde vernachlässigt hat, seinen Sport vernachlässigt hat und nur noch alles mit ihr gemacht hat. Und es ist nicht schön mit anzusehen, wie Männer ihre ganze Männlichkeit, ihren ganzen Rückgrat für eine andere Person fallen lassen. Das ist traurig und es ist definitiv nicht das, worüber wir hier sprechen. Es geht um diese emotionale Unabhängigkeit, der Freiheit als Mann auch einer Frau selbstverständlich Nein sagen zu können. Diese Freiheit, die du auch mal hattest und die du dir wiederholen musst. Aber nur weil du Nein sagen kannst, heißt das nicht, dass du nicht aus ganzem Herzen Ja sagen darfst. Und das verstehen diese Typen nicht. Das verstehen diese ganzen Coaches nicht. Sag einer Frau doch einfach mal, ich finde dich wunderschön. Und ich weiß, die meisten wollen irgendwas bezwecken, wenn sie dir das sagen. Aber das will ich nicht. Ich sag's dir, weil es die verdammte Wahrheit ist. Welcher Mann sagt einer Frau schon sowas? Wer ist schon so unabhängig und verehrt sie? Das ist der Traum einer jeden Frau. Das verstehen aber so viele Männer nicht. Unabhängigkeit plus Verehrung. Das erzeugt echte Anziehung. Und dann kannst du ihr auch den Hof machen. Dann kannst du ihr auch Komplimente machen. All das ist dann erlaubt, weil du es verdammt nochmal mit Rückgrat machst. Weil du ihr zeigst, ich habe nichts zu verlieren. Ich bin nicht von deiner Reaktion abhängig und ich stehe trotzdem auf dich. Und das wollte sie schon immer hören. Ich sage es dir zum zweiten Mal, wenn du ebenfalls der Mann werden willst, den Frauen wollen, dann melde dich mit dem Link in der Beschreibung zur kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Und wenn du das nicht tust, dann wünsche ich dir das Beste im Leben. Dann kommen wir nicht zusammen und das ist auch okay. Aber wenn du mir darüber sprechen möchtest, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wie ich dir dabei helfen kann, dann tue ich das liebend gern. Und ich weiß, es gibt viele, die dir das sagen, weil sie irgendwas von dir wollen. Aber ich sag's dir, weil es die fucking Wahrheit ist.